Das ist eine Aufnahme, das ist gute Zustimmung. So, die Schultertrainer wieder rein. So, und dann begrüße ich euch auch vom Kommentatorenplatz zu diesem A-Jugend-Ostsee-Spreeliga-Spiel zwischen dem SV Grün-Weiß-Schwerin und SV Fortuna Neubrandenburg. Neu geschaffene Ostsee-Spreeliga. Lange Zeit hat es in Schwerin ja gar keine A-Jugend gegeben, weil die Forderung einfach nicht da war. Daraus wurde dann die zweite Mannschaft von Grün-Weiß. Die zweite gibt es immer noch, aber inzwischen gibt es auch jetzt diese A-Jugend. Hat sich ganz gut geschlagen, hat das erste Spiel gewonnen. Gegen die Berliner Vertretung von den Reinickendorfer Füchsen und verlor knapp beim Tabellenführer Frankfurter HC. Und jetzt geht es zum Mecklenburg-Duell, das schon öfter stattgefunden hat, denn auch kleineren Ebenen. In der B-Jugend beispielsweise. Bei mir habe ich Auswahltrainer der B-Jugend Mecklenburg-Vorpommerns Timo Lab. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, dass du dir das Spiel mit anguckst hier. Ja, hallo. Und wir haben dadurch natürlich die Möglichkeit, etwas genau auf die Spielerinnen einzugehen, Entwicklungen aufzuzeigen, was wichtig ist im Jugendhandball und welche Probleme es gibt, gerade hier oben im Norden. Und erstmal die erste Chance. Anne Ide scheitert am Doppelblock. Ja, Timo, wir sehen ein A-Jugendspiel und es sitzt der Auswahltrainer der B-Jugend. Oh, erstmal das erste Tor von Fortuna Brandenburg, Marlene Steffen. Und Timo erklärt jetzt mal, warum er hier ist. Ja, in beiden Mannschaften, obwohl es eine A-Jugend auf dem Papier ist, sind in beiden Mannschaften Auswahlkader des weiblichen 97er Kader. Ich bin dort mit dem Herrn Lewold zusammen Auswahltrainer und das ist natürlich ein Pflichtprogramm für mich hier in Schwerin, so ein Spiel sich anzugucken und mal zu sehen, wie die Entwicklung in den letzten Monaten bei dem 97er Jahrgang vorangeht. Ja, wie zufrieden ist man in einem dicht besiedelten Land wie Mecklenburg-Vorpommern mit der Handballentwicklung im weiblichen Bereich, die ja noch kleiner ist als im männlichen Bereich? Also du sprachst es an, wir sind natürlich ein wenig besiedeltes Land, sag ich jetzt mal, oder dünn besiedeltes Land und viele Vereine bilden überhaupt nicht mehr aus, wenn wir über eine Ostsee-Spreeliga sprechen, also drei Bundesländer und man schafft es nur noch fünf Mannschaften auf die Beine zu stellen, dann finde ich, dass es schon ein Problem für den deutschen Handball ist. Ja, und dessen der Ausgleich für Grün-Weiß-Schwerin durch Luisa Hacker. Was hat man als Auswahltrainer für Möglichkeiten? Was müsste besser gemacht werden in den Vereinen, in den Strukturen, vielleicht des HVMV oder der anderen Verbände, um Handball mehr zu stärken, um mehr Auswahl zu haben, eine größere Ostsee-Spreeliga stellen zu können? Na, ich weiß nicht, ob der Handballbund oder HVMV da so unbedingt Aktionen setzen kann. Wir haben einfach überall geburtsschwache Jahrgänge. Es gibt insgesamt weniger Kinder. Dann ist es natürlich so, dass auch in den ländlichen Regionen oder auch in den Kreisstädten Sport letztendlich vom Engagement lebt. Und viele kleinere Vereine quälen sich und bemühen sich schon, aber die Dichte ist einfach nicht mehr da und damit gibt es in Summe einfach weniger handballspielende Mädchen. Das hat nichts mit der Attraktivität der Sportart oder dem Verlust der Attraktivität zu tun, sondern schlicht einfach, dass es weniger Kinder gibt. Ja, aber bei fünf Mannschaften in drei Bundesländern ist man doch arg an der Kapazitätsgrenze des Sports angekommen. Wie groß ist die Gefahr, dass sich Handball
im weiblichen Bereich jetzt in Norddeutschland oder im Nordosten einschläft? Ja, also so, ich denke, einschlafen ist sicherlich übertrieben. Also solange es Vereine wie Schwerin und Neubrandenburg, Rostock gibt, die nach wie vor tolle Jugendarbeit machen. In Rostock ist man dabei, ja auch sich ein bisschen wieder zu finden. Da gab es ja mal mehrere Vereine, die was gemacht haben. Pädagogik fällt mir da so ein, Warnemünde, Eintracht Rostock. Da gibt es immerhin noch 4, 5 Rostocker Vereine, die Jugendarbeit machen. Aber die zum Beispiel hier in dieser Ostsee-Spreeliga auch nicht spielen, aus welchen Gründen auch immer. Ob das ein finanzieller Aspekt ist, dass sie sich die Ostsee-Spreeliga-Fahrkosten etc. nicht leisten können, oder aber ob das damit zu tun hat, dass diese Spielerinnen ja durchaus jetzt irgendwann am Ende der Schule, wenn sie kein Abitur machen, Lehrstellen suchen etc., dass die vielleicht im Land nicht vorhanden sind und dass sie dadurch abwandern. Ja gut, das müsste man, so tief bin ich da jetzt nicht in der Materie, um dazu sagen können, woran liegt es. Ne? Also Fakt ist, dass beides sicherlich richtig ist oder beides hat eine Wahrheit. Und von daher glaube ich schon, dass natürlich die finanziellen Aspekte eine große Rolle spielen. Ja, welche Möglichkeiten hat ein Verein, gerade mit etwas größeren Strukturen wie Grünwald Schwerin, ihre Mädchen dann auch zu fordern? Wir sehen jetzt hier einige B-Jugendlichen in der A-Jugend mit bei, um ein höheres Niveau zu haben, ein höheres Niveau zu bekommen. Aber welche Möglichkeit hätte man zum Beispiel auch in der A-Jugend? Inwiefern kann man mit den Frauen schon arbeiten? Sind die Mädchen schon soweit? Also ich denke schon, dass sie soweit sind. Also körperlich sind sie durchaus nicht so weit weg. Also was immer fehlt, ist Spielerfahrung. Also für mich, ich sehe das immer ganz wichtig, dass Mädels Spielerfahrung haben, dass sie möglichst, wenn die Ligen schon so klein sind, dann ist das ein guter Weg, sie eben in der B-Jugend und in der A-Jugend spielen zu lassen, dass sie eigentlich tendenziell auf einen normalen Spielbetrieb kommen, von der Anzahl der Spieler her. Und für die talentierten A-Jugendlichen ganz klar, den Weg in den Frauenbereich schon frühzeitig zu gehen. Dafür muss man natürlich aber auch die Plätze im Frauenbereich irgendwie offen halten, dass man so 1, 2 Positionen im Frauenbereich pro Mannschaft durchaus für diese Jugendlichen bereithält. Ja, naja, Küritz mit dem Treffer jetzt zum 3:2 für die Gäste aus Neubrandenburg. Ja, Thiele, vielleicht kannst du dem Zuschauer mal erklären, was du damit meinst, Positionen offen zu halten im Frauenbereich. Also, wir sprachen vorhin über finanz- und strukturstarke, schwache Regionen auch, und im Grunde ist es ja auch so, eine erste Frauenmannschaft, in welchem Verein auch immer, kostet natürlich auch immer Geld. Und die Frage ist immer, wenn ich talentierte, wie Schwerin meinetwegen, talentierte Jugendliche habe, die DHB gesichtet sind und so weiter, ob der Spielplan so gestrickt werden kann, dass man denen durchaus Möglichkeiten als, ich sage mal, zweite Linksaußen, zweite Halblinke, zweite Rechtsaußen, zweite Kreisläuferin, ob man diese Position für diese Spielerin irgendwie offen hält. Auch mit dem Hintergrund, dass dort mal ein Fehler mehr gemacht werden kann, dass man eben nicht die Position 1 bis 3 avisiert werden in der Liga, sondern vielleicht 3 bis 5 auch durch so ein Risiko. Aber es ist zwingend notwendig, diesen Spielerinnen möglichst frühzeitig Spielanteile, so wie sie es körperlich verkraften können, Spielanteile im Frauenbereich zu geben. Ja, unterm Strich profitiert man davon nicht extrem auf die lange Sicht gesehen, wenn man eben die Spielerin mit eingliedern kann? Oder ist das schon fast zu gefährlich in einem Bundesland, wo die meisten Jugendlichen abwandern, sofern die Schule zu Ende ist? Ja, also ich brauche mir ja aber auch nicht einbilden, dass ich, wenn ich die Spielerinnen im Frauenbereich nicht zeige, dass sie nicht gesehen werden, trotzdem im Jugendbereich. Also auch aus dem Jugendbereich heraus werden Spielerinnen ja durchaus von anderen Vereinen dann abgeworben. Also entweder ich schaffe es, sie frühzeitig zu motivieren, im Frauenbereich zu spielen, sie dann natürlich auch mit Lehrstellen, Ausbildungsplätzen, Studienplätzen unterstützend zu versorgen, sag ich mal, um sie möglichst frühzeitig an diesen Verein zu binden. Denn eins ist auch klar, als dritte links außen hat so eine Spielerin natürlich irgendwo weniger Lust. Da werden die Spielanteile nicht mehr für sie, sondern aus dem A-Jugendbereich ist sie wahrscheinlich eine 60-Minuten-Spielerin und im Frauenbereich eine 20-Minuten-Spielerin. Das sind dann so Sachen, ob die Spielerinnen das wollen. Also man muss denen schon frühzeitig den Weg zeigen, möglichst in der Phase noch, wo sie A-Jugend noch sind, wo sie ihre volle Zeit in der A-Jugend noch bekommen, aber ihre Teilzeit dann vielleicht schon im Frauenbereich. Ne? Wenn der Wechsel gemacht werden muss, aus Altersgründen, dass sie im Frauenbereich ist, wird sich die Spielzeit reduzieren, und dazu haben viele Mädchen dann oft nicht die Einsicht. Ja, noch ein sehr offen gestaltetes Spiel bis hierher. Knapp 8,5 Minuten haben wir gespielt. 5:4 der Spielstand inzwischen für Grün-Weiß-Schwerin.
Fortuna Neubrandenburg, die bisher alle Spiele deutlich abgeben musste. Alle ist gut gesagt, es waren bisher zwei, aber jeweils über 10 Treffer. Und versucht hier natürlich im Derby vielleicht Motivation zu sorgen. Nora Müller scheitert. Auf welche Bereiche bei den Spielerinnen achtest du jetzt speziell? Also sprich, mehr Athletik, technischer Umsatz. Was hat man denen vielleicht auch mitgegeben bei den, Sichtungen? Na, heute versuche ich mal so ein bisschen zu gucken. Gerade wir sehen bei einer Brandenburg eine 3-2-1 Deckung wird versucht. Und dazu ist es wichtig zu gucken, wie wird die Deckung gespielt. Wie geht man mit Einläufern und Übergängen entsprechend um? Und auch wie als Angriff, wie reagiere ich drauf? Ne? Wie spiele ich eben die Übergänge? Wir sehen, dass Schwerin zum Beispiel im Moment sehr im Angriffsspiel, im Positionsspiel noch mit Problemen behaftet ist und aber aus dem Gegenstoß heraus eben sich gute Tormöglichkeiten erarbeitet. Ne? Brandenburg tut sich da noch ein bisschen schwer gegen die defensivere Deckung und insgesamt athletischen Fähigkeiten ist sicherlich am Anfang, je nach 10 Minuten noch zu früh, da was zu sehen. Aber so eine 3-2-1-Deckung, wie das auch aufgelöst ist, inwieweit ist das eine Aufgabe des Trainers und inwieweit eine Aufgabe der Spielerin? Ja, der Trainer arbeitet ja mit den Spielerinnen zusammen. Das ist ja ein Prozess, der sich über 2-3 Jahre hinzieht. Ab der C-Jugend ist es ja zwingend Vorschrift, die 3-2-1 zu spielen. Also ist das ein Prozess, der jetzt 2-3 Jahre schon läuft. Also im Grunde müssten sie genug Grundkonzepte haben, die Spielerinnen spielen. Der Trainer kann immer nur wieder nochmal daran erinnern und nochmal ein paar Steuerungsmöglichkeiten von außen hat man immer. Aber im Grunde sollten die Spielerinnen schon in der Lage sein, diese Dinge entsprechend alleine zu lösen, jetzt in diesem Altersbereich. Schöne Parade jetzt von Henrike Dirkes. Hat lange gewartet auf den Ball und macht dann den Schritt nach außen. Fängt den Ball ab von Marina Froth. Ja, das Sperren eben nicht ganz so gut geklappt. Nein, das war ein Missverständnis ganz deutlich. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel aktuell bei einer Brandenburg 4 Spielerinnen aus dem aktuellen Aufbau. Fünf Spielerinnen aus der aktuellen 97er Auswahl. Und im Moment finde ich, läuft die Deckung und Torhüterarbeit ganz gut. Also von daher ist das Spiel auch noch offen. Sind aber inzwischen in die 5-1 übergegangen, sehe ich das richtig? Nein, es ist nach wie vor in 3-2-1. Sie treten halt dann auf der Ballseite raus, wenn der Ball dort gespielt wird, auf der Halbposition. Ne? Jetzt kommt das Raustreten hier von Marlene Steffen. Ja. Also es ist halt nicht notwendig, aus der Deckung so weit rauszutreten, wenn der Ball bei 15 Meter rausgespielt wird, muss ich nicht irgendwie bis 14 Meter rausstürzen. Ne? Also ich sehe ja schon, wann angestoßen wird, wenn die Spielerin auf der Halbposition auf Vorwärtsbewegung ist. Dann muss ich bereit sein, diese halbe Deckung so zu spielen und den Gegenspieler anzunehmen. Was genau ist der Sinn einer 3-2-1-Deckung? Was versucht man damit zu bewirken? Also eine 3-2-1-Deckung ist auf jeden Fall gegnerorientiert. Also du versuchst schon den Lauf des Gegners, also keine Würfe aus der Nahwurfzone möglichst zuzulassen, also das Attackieren außerhalb des 9 Meters, um da eben Freiwurfsituationen zu Ballgewinne zu erzielen und den Gegner vor allen Dingen komplett immer wieder unter Druck zu setzen. Das heißt, in dem Moment, kurz nachdem er den Ballgewinn hat oder Ball bekommen hat als Passstation, ihm dann im Grunde auf den Füßen zu stellen, ihn zu attackieren und ihn nicht im Grunde in Ruhe mit Kreuzbewegungen und sowas zum Spiel kommen zu lassen.
Also unter anderem auch dann die, gegnerischen Shooter, wenn eine Mannschaft jetzt mit starken Würfen aus dem Rückraum spielt, die quasi aus dem Spiel zu nehmen. Im Prinzip schon, aber normalerweise gibt es diese Situation noch nicht oder kaum, weil wie gesagt, seit den letzten 2-3 Jahren haben diese Mannschaften ja im Grunde immer nur 3-2-1 gespielt. Also oft ist es uns eher die 1-gegen-1 Aktion dann, gerade auch im Frauenbereich, und das schnelle Umkehrspiel, die zum Erfolg führen. Ne? Also keine Spielerin wird hier aus 10 Meter versuchen, einen Sprungwurf-Tor zu machen. Es sei denn so jetzt 9 Meter, 8 Meter, dass man hinkommt, aber im Grunde gibt es diese Szenen nicht. Das wird sich erst im späteren Frauenbereich zeigen. Ja, aber gut, aber dafür lernt man natürlich auch seine ganze Handballjugend lang. Genau das, dafür ist es eingeführt worden. Und jetzt gibt es gelbe Karte gegen Marina Froth wegen Haltens. Da gibt es Handball-Emotionen auch im Jugendbereich. Erfolgreich von außen Fortuna Neubrandenburg durch Ronja Seifert. Und man sieht im Jugendbereich, also im Gegensatz zu dem Erwachsenenbereich, doch eine sehr breite Fächerung hier, was die Torschützen angeht. Das kenne ich aus dem Erwachsenenbereich etwas anders. Da gibt es immer mal einen, der sich so hervortut, dann so mit 5-6 Treffern am Anfang der Begegnung irgendwo seinen Stempel aufdrückt. Stark von Maike Schuld zum 8-6. Das ist im Jugendbereich weniger der Fall, zumindest in dieser Leistungsspitze. Nein, eigentlich schon, ist es auch so. Also du hast schon Spielerinnen, die Spiele dominieren. Also wir sehen, dass Brandenburg sich jetzt schwer tut, weil sie sehr, sehr viele technische Fehler machen. Aber es ist durchaus in der Lage, wenn wir den Sprungwurf eben gesehen haben von Maike Schuld. Also das ist schon eine Spielerin, die durchaus in so einem Spiel natürlich den Stempel aufdrücken kann. Ne? Also im Moment sind beide Mannschaften noch recht nervös und der Ballvortrag ist häufig gestört. Deswegen ist das noch nicht flüssig und deswegen denke ich mal, kommen die Spielerinnen auch noch nicht zu ihren normalen Abläufen. Aber wenn wir jetzt den Sprungwurf von Maike Schuld gesehen haben, sah gut aus, steigt schön hoch, setzt ihn oben ins Eck, also viel anders brauchst du es nachher nicht mehr machen. Aber wie weit ist so eine Spielerin weg von den Frauen? Also ich habe sie ja durchaus schon in den Trainingsspielen im Frauenbereich gesehen, also ich glaube nicht, dass sie so weit weg ist. Also das Tempo und Athletik anbetrifft, vielleicht auch Zweikampfhärte, da ist noch ein Stück Luft nach oben auf jeden Fall. Aber solche Sprungwürfe sind durchaus auch im Frauenbereich, ich sage jetzt mal, erfolgreich. Ne? Also sie ist schön über den Block gesprungen, war natürlich ein Abwehrfehler, ist nicht rausgetreten am 9 Meter, aber wunderschön oben lang im Winkel. Also der ist dann auch für ein Tor drin aus dem Frauenbereich nicht haltbar, weil es ist halt die Blockecke und die hat sie komplett übersprungen. Ne? Das war schön rausgespielt auf Isa Hacker, ihr vierter Treffer jetzt im Spiel. 9-7 für Grömer Schwerin. Und jetzt spielt Schwerin auch etwas offensiver. Auf jeden Fall eine 5-1, wenn nicht gar eine 3-2-1-Deckung. Umkreis erfolgreich, Fortuna Neubrandenburg. Und auf der Gegenseite Grünwald Schwerin, böser Hacker von außen. Bisher ganz sicher.
Auch da kann man sehen, zweimal hat Maike Schulz sie komplett freigespielt, ist schön dynamisch angestoßen, hat auf den Pass nach außen wunderbar gespielt. Das ist der Bereich, wie gesagt, warum nicht dann Frauenbereich als zweite Spielerin halb links, das kann man dort immer, da hat man auch gute Außen, die mitstoßen. Hat sie fantastisch gemacht, zweimal dann. Ja, da ist sicherlich auch ein oder andere Mal der Mut eines Trainers gefragt, weil man bekommt nicht oft die Möglichkeit innerhalb eines Frauenspiels, dass man so gut und klar steht, dass man sich das erlauben könnte, rein theoretisch. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht, natürlich nicht so weit aus Fenster lehnen. Also ich sagte ja nur, dass es grundsätzlich machbar ist, das mal zu probieren. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob sie im A-Jugendliche beim Frauentraining dabei ist und wie sie sich dort anstellt. Das ist natürlich eine Sache, die Trainer hier vor Ort sicherlich ganz gut im Auge haben. Und auf jeden Fall, denke ich, ist es machbar. Jetzt, wir haben gerade darüber gesprochen, eine Spielerin dominiert das Spiel. Im Moment, die letzten 5 Angriffe wurden erfolgreich über sie abgeschlossen. Sprungwurftor, dann die passende Aus- und eben der Durchbruch auch. Also ist es schon so, man sieht ja doch entsprechend körperliche Fähigkeiten. Und also sie kann das durchaus, ich sage jetzt mal, in der Richtung erfolgreich vorantreiben, sagen wir es mal so, ne? Also im Frauenbereich ankommen, wenn sie gesund bleibt. Ja, das wollen wir alle hoffen. Meine Verletzungen bleiben nie aus. Das kann immer passieren. Alles schon erlebt, aber wir hoffen, wünschen ihr natürlich das Beste, dass sie die Möglichkeiten, die sie sich erworben hat im Laufe ihrer Jugend, dann auch im Frauenbereich ausspielen kann. Und natürlich auch im anderen Bereichen ihres Lebens. Also das kann ja auf alles zurückschlagen. Und jetzt haben wir erstmal eine Auszeit genommen vom Fortuna Neubrandenburg. Man muss in der Jugend sicherlich noch anders einwirken auf seine Mannschaft. Wie unterscheidet sich das? Du kennst das ja selber, du hast eine Zweitliga-Frauenmannschaft hier gewiss mal trainiert. Wie anders wirkst du auf deine B-Junioren ein? Also es ist durchaus ausführlicher. Also wo man im Frauenbereich mit ein, zwei prägnanten Sätzen ich sage jetzt mal, das volle Verständnis der Spielerin, ja, also das bekommt, sage ich jetzt mal. Sie wissen, worüber man redet und was man meint. Aber das muss man doch im Jugendbereich das ein oder andere Mal ausführlicher besprechen, was man denn machen möchte. Und das andere ist natürlich die mentale Geschichte. Also Frauen oder junge Mädchen neigen dann doch eher noch mehr dazu, zur Anzeigetafel zu gucken, 3 Tore Rückstand, 20. Minute im Kopf zu haben und dass so ein Spiel eben immer noch offen ist und weitergeführt werden kann. Also das ist schon im jugendlichen Bereich noch immens wichtig. Also wenn man Jugendtrainer sein möchte, gerade beim Frauenhandball, muss man seine Mannschaft stark reden können. Ja, auf jeden Fall. Das sind alles junge Mädchen, die, ich sag jetzt mal, natürlich mit Selbstbewusstsein gepusht werden müssen. Das ist völlig klar. Sicherlich muss man auch mal in die andere Richtung einwirken, aber meistens ist es doch so, dass der Glaube an die eigenen Fähigkeiten immer wieder von außen unterstrichen werden muss und dokumentiert werden muss. Also das ist schon so. Ne? Also man sieht es häufig im Mädchenhandball auch, dass dann Spielerinnen nach ein, zwei Fehlversuchen oder im Grunde völlig aus dem Spiel sind, einfach weil sie nichts mehr machen, weil sie sich nichts mehr trauen. Und dort weiterzuarbeiten und daran zu denken, dass der Trainer die Entscheidung trifft, ob ich noch werfe oder nicht, weil er mich, solange er mich drin lässt, auf der Platte lässt, habe ich sein Vertrauen, also kann ich meine Aktion weitersetzen. Das müssen Spielerinnen in dem Alter eben lernen. Jetzt von außen. Bisschen Glück durch die Beine von Laura Stemmer. Ja, ein MV-Liga-Trainer hat mal über seine Spielerin gesagt, die in einem Spiel 15 Fehlversuche hatte bei 17 Würfen. Ne? Dass er sehr stolz auf sie ist. Weil sie hat zwar 15 Mal daneben geworfen, aber sie hat sie auch 17 Mal ist sie hochgestiegen und wirft den Ball. Das geht so in dieselbe Richtung.
Das geht so in dieselbe Richtung. Letztendlich hast du als Trainer ja mal eine ganze Mannschaft im Blick. Und ich sage jetzt mal, wenn diese Spielerin ein Aktivposten ist, dadurch aber so viel Gefahr ausstrahlt, dass andere Positionen mitgefährlich werden, Räume da sind. Also man bewertet ja nicht diese einzelnen Aktionen isoliert. Ich glaube, das ist einfach falsch. Es sei denn, man verfügt auf der Bank über eine Spielerin mit dem gleichen Potenzial. Dann muss man sich schon irgendwann die Frage stellen, warum lasse ich so viele Aktionen zu? Aber im Grunde beobachte ich ja das ganze Spiel und die ganze Situation dazu und kann das dann, sollte es als Trainer zumindest schon bewerten können, ist das jetzt Glück, ist es Pech, ist es Unvermögen, und wenn ich das richtig abschätzen kann, dann kann man auch durchaus so eine Quote mal verkraften. Ja, das ist Schwerins Stärke, über ganz den jungen Bereich gezogen, der Tempo-Gegenstoß, das passt perfekt in Schweriner Spiel, wieder Luisa Hacker, 14-9. Und da merkt man aber schon Unsicherheiten im Spiel von der Brandenburg jetzt. Einmal zu oft zur Anzeigetafel geguckt. Ja, es ist durchaus, wenn man jetzt mal so genau hinguckt, was ist Körpersprache, wie sind die Augen, wie hängen die Schultern, dann sieht man schon, dass das im Moment jetzt eine Phase ist, wo der Glaube ein bisschen hängt. Jetzt vielleicht nochmal ein schöner Gegenstoß möglich? Nein. Ja, es ist natürlich gut zu sehen, dass die Spielerinnen von außen positiv einwirken. Mannschaftskameraden die Mannschaft weiter pushen. Ich meine, es ist ja auch noch nichts passiert. Wir haben 23 Minuten gespielt. Wir haben noch viel auf der Uhr. Und eine komplette zweite Halbzeit. Schade für Laura Stemmer. Aber das ist ein hundertprozentiger, der muss eigentlich rein. Wer ist vielleicht aber positiv für die Psyche von Fortuna Brandenburg. Bei Schwerin klappt eben auch nicht alles. Und jetzt das schöne Kreisanspiel und der Treffer für Fortuna Neubrandenburg durch Maite Demin. 14-10. Ja, aber da war jetzt eine neue Formation von Fortuna Brandenburg und dadurch ergibt sich eben die Lücke, die geht raus direkt auf die Spielerin und macht damit eigentlich alles frei. Richtig, also sie haben nicht im geschlossenen Verband gearbeitet, es war sehr viel Einzelleistung in der Abwehr eben, und wenn dann irgendwo ein Duell verloren wird, ein Zweikampf verloren wird, dann ist das natürlich selten noch zu kitten. Und, 7 Meter gelbe Karte. Entscheidung der Schiedsrichter, gelbe Karte gegen Caroline Hausschild. Ja, Schweriner A-Jugend ist schwer zu halten, wenn sie erstmal in Fahrt kommt. Der 7 Meter übers Tor. Julia Guse. Aber trotz alledem macht das den Unterschied. Sie hat noch die Kraft, den Ball übers Tor zu werfen. Ich glaube, Neubrandenburg hätte den nicht übers Tor geworfen. Jetzt spielen sie es aber gut aus von außen. Sie haben sich ein bisschen gefangen. Maite Demin mit ihrem zweiten Treffer. Und Neubrandenburg arbeitet sich in dieses Spiel rein. Auch wenn der Angriff nicht klappt. Also das wäre jetzt der dritte Treffer von Maite Demin jetzt hintereinander gewesen. Thank you.
Laura Steinmeier jetzt mit dem Treffer für Grün-Weiß-Schwerin. 17:11. Und schöner Sprungwurf jetzt. Auch auf der anderen Seite, Caroline Hausschild. Mit dem Treffer. Da sieht man auch, auf der Brandenburger Seite ist man auch schon so weit. Und man nimmt Maike Schuld jetzt aus dem Spiel. Sieht man im Jugendbereich nicht ganz so gerne. Ja, es ist natürlich für die Spielerin, die es betrifft, immer wenn sie letztendlich so weit rausragt, ein blödes Spiel, wenn man dann irgendwo 10 Minuten rumsteht pro Halbzeit. Aber Schwerin löst das ganz gut. Die letzten beiden Angriffe komplett immer über die Außenposition abgeschlossen. Dann hilft die Manndeckung von der Brandenburg auch nicht, wenn die Außen im Deckungsverband nicht mitmachen, ne, mitschieben. Ne. Wieder ein Ballverlust, ohne Not. Also das sind jetzt einfache Tore, die Brandenburg immer wieder kassiert. Ja, eine Idee in dem Fall mit dem Treffer für Schwerin. 19:12. Ah, so schön gespielt. Meinte Termin zum dritten. 19:13, das Spiel hat richtig Fahrt aufgenommen jetzt. Ja, und jetzt löst der Schwerin auch so, nimmt Maike Schuld nach außen und dann muss die Manndeckung ja quasi als außen wieder mit. So, der Trainer ruft dir zu, Auslöser außen. Was genau bedeutet das? Nein, ich denke eher auflösen nach außen oder vielleicht haben sie auch eine Kombination. Das ist nicht unüblich, eine Halblinke dann auf die Linksaußenposition zu stellen und dann mit einer Kreuzbewegung wieder ins Spiel zu bringen. Vielleicht ist das der Auslöser links außen gemeint, werden wir sehen. Also hier ist das Auflösen jetzt gesehen. Ne? Also sie läuft der Abwehrspielerin nach außen weg in einer Kombination. Also war es doch mit dem Auflösen gemeint. Ja, wenn sie den Ball fängt, ist es ein perfekter Spielzug. Dann ist sie frei durch und kann sie einnetzen. Und da haben wir Halbzeit. Grün-Weiß-Schwerin führt zur Halbzeit mit 19:13. Oh, war ich ein bisschen zu früh. Gibt noch den Freiwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Wird natürlich noch ausgeführt. Der muss direkt ausgeführt werden. Oh, den hat sie auf die Brust bekommen. Glücklicherweise nicht das Gesicht. Und damit endet die Halbzeit dann. 19:13. Okay, auf geht's. Zweite Halbzeit im Ostsee-Spreeliga-Jugendspiel zwischen dem SV Grün-Weiß-Schwerin und Fortuna Neubrandenburg. Grün-Weiß-Schwerin führt mit 19:13. Und Neubrandenburg versucht jetzt hier die Bilanz, ihre Liga-Bilanz etwas aufzubessern. 0:4 Punkte stehen da zu Buche. Und der erste Wurf scheitert. Andrea Schmidt, neue Torhüterin jetzt im Tor für Grün-Weiß-Schwerin. Wo kommt die eigentlich mal her? Ja, und so gut wie sie Ende der ersten Halbzeit war, jetzt der Ballverlust von Maike Schuld. Und das Tor für Fortuna Neubrandenburg. Durch Jasmin 7:1. Sieben Meter.
und 2 Minuten gegen Fortuna Brandenburg. Hat sie nicht mit all ihrer Energie durchgetankt? Ganz gereicht hat es nicht. Nein, aber hat sie schon sehr gut gemacht. Ne? Schön zur Mitte gezogen, als das Laufduell zur Wurfhand gewonnen. Und damit ist natürlich so viel Gefahr, dass die nächste Spielerin dann den Stopp setzen musste. Ne? Und schön gehalten auf der Linie gewartet, mal eine andere Variante der Torhüterin. Und gleich erfolgreich. Ja, Enrique, Dirk ist mit der einen oder anderen guten Aktion schon in diesem Spiel. Ja, das Spiel unter den Augen der ersten Frauenmannschaft von Grünwald-Sparin, die am heutigen Tag ja noch ihr Ligaspiel haben im Derby gegen den Rostocker HC. Und der Treffer für Fortuna Neubrandenburg durch Ronja Seifert. Edda Steininger mit dem Pass etwas über die Größe ihrer Mitspielerinnen hinaus. Ja, aber wenn sich die Sperriner Abwehr erstmal formiert hat, dann tut sich Neubrandenburg sehr schwer. Und 3 Neubrandenburgerinnen sind da, aber Anne Ede für Grünwald-Sperrin macht den Treffer zum 20:15. Ja, jetzt mal das 1 gegen 1 gewonnen. Das 1 gegen 1 gewonnen in Unterzahl, aber im Grunde viel zu schnell die Aktion. Das Spiel in Unterzahl, muss man die Zeiten im Grunde ein bisschen ausspielen. An sich war die Neubrandenburger Mannschaft auch nicht darauf eingerichtet, dass da irgendwie schon eine Aktion passiert. Es war überhaupt keine Bewegung und wenn ich mir dann halt so ein Duell nehme, muss ich einen ordentlichen Wurf abbringen. Und der Brandenburg jetzt wieder voll. Das ist eine Aktion, die wir im Handball öfter sehen. Man kommt von der Außen reingelaufen und läuft dann in den gespielten Ball, weil niemand mehr auf die Spielerin von hinten achtet, die natürlich von der Wechselzone aus ins Spiel reingelaufen kommt. Von außen ausgespielt. Edda Steininger mit ihrem 2. Treffer, 21:15. Und 7 Meter. Und 2 Minuten gibt es hinterher für Anede. Josephine Nils. Wieder letztendlich haben sie da versucht, Sperrin schnell zu knacken. Mit der Sperriner Taktik letztendlich. Und das funktioniert auch am besten. Wenn die Sperriner Abwehr erstmal steht, tut sich Neubrandenburg sehr schwer. Richtig, sie haben da auch zu viele Ballverluste, zu wenig Bewegung. Ist ein probates Mittel. Wenn sie damit zum Erfolg kommen, sollen sie dranbleiben. Ja, und da ist natürlich jetzt auch genau hingeguckt. Marlene Steffen mit ihrem Treffer per 7 Meter. Gibt es da eigentlich eine Art Weisheit, wie man 7 Meter wirft? Kann man das lernen oder ist das letztendlich irgendwo Glückssache? Also Glückssache auf gar keinen Fall. Also es ist viel Nerven. Ne? Also alle diese Spielerinnen können ja sicher auch 7 Meter aufs Tor werfen. So ist es nicht. Also ist immer die Frage, wer hat die Nerven dazu und wer nicht. Und ganz platte Weisheit, die es natürlich immer gibt, auch bei jedem anderen Wurf, der unten ist das Tor am größten. Ah, wieder was gelernt. Ich kenne dasselbe. Hat mein Handballer mal mitgegeben. Ah, Maike Schulz setzt ja durch, macht das Tor. Mein weiser Handballer mal mitgegeben hat, man kann nicht unterm Tor durchwerfen. Das gleiche Prinzip. Ne? Unten ist das Tor am größten. Das heißt, wenn ich unten Aufsätze werfe, kann ich immer noch ein Tor erzielen. Ne? Aber oben drüber ist oben drüber. Schön ausgesprungen von außen. Jasmin Simoneit mit dem Treffer für Neubrandenburg. Aber so stellt man sich das von außen vor. Schön eingesprungen, schön den Winkel geöffnet. Ja, finde Rechtshand fantastisch gemacht, kann man nicht anders sagen. Aber man sieht auch, dass beide Mannschaften
Ich weiß gar nicht, ob die Schweriner da Linkshand da drüben haben. Ja, sieht so aus. Aber im Grunde auch, ist so ein typisches Bild im Mädchenhand, weil auch eben wenig Linkshänder gibt im Moment. Ja, in sich ein Phänomen, dass es wenig Linkshänder im Allgemeinen gibt. Und damit natürlich auch beim Handball und beim Mädchenhandball. Oh, da haben wir geschlafen bei der Brandenburg. Und Lisa Hacker sagt Dankeschön, jetzt ein 23-17. Gelbe Karte gegen Lisa Hacker. Oh, unglücklicher Ball durch die Hände von Maike Schulte durch. Und dann ist er natürlich sehr schwer zu halten. Ja, was muss man, Thilo, was muss man mitbringen, um ein guter Handballtorwart zu werden? Mut. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Mut. Torhüter an Summe verfügen meistens über eine sehr gute Athletik. Also auch das ist das, wo man als Trainer viel machen kann. Die Geschichten, dass der Dicke ins Tor muss früher, ich glaube, die sind heute passé im Handball. Also auch der Torhüter muss über eine sehr, sehr gute Athletik verfügen, damit er auch über so eine lange Spielzeit eine hohe Konzentration hat. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Angriffen. Der Handball ist schneller geworden. Diese Ruhephasen, die Torhüter früher hatten, die gibt es ja kaum noch, also von daher, das ist alles erlernbar. Was man nicht erlernen kann, ist einfach Mut und das ist das wichtigste Grundvoraussetzung. Klasse durchgesetzt, Luisa Hacker von außen wieder. Schweriner Abwehr arbeitet jetzt gut. Da haben sie nicht aufgepasst, da stellen sie die Lücke. Marlene Steffen, Treffer Nummer 4, 24-19. Und Lisa Hacker mit weiter sicherer Torchancenausbeute. Thilo, wie wichtig wäre ein spezielles Torwarttraining schon in diesem Alter oder wann ist es an sich sinnvoll, ein direktes Torwarttraining zu machen beim Handball? Schwierige Frage, kann ich nicht so 100% beantworten. Also ich würde schon sagen, so früh es geht. Also ich würde nicht Spielerin nicht zu früh festlegen auf eine Position. Da geht der DRB heutzutage auch hin, häufig zu wechseln, um Spielerinnen, ich sage jetzt mal ruhig spät nochmal den Einstieg ins Tor oder auch mal den Ausstieg aus dem Tor wieder zu ermöglichen. Aber an sich sieht man doch heute schon, dass gerade auch im Jugendbereich viele Torhüterinnen Probleme in den Grundbewegungsabläufen zu haben. Und wenn da ein qualifiziertes Torwarttraining von Anfang an Grundlage ist, um vernünftige Grundlagen sich zu erschaffen, ist schon wichtig. Also sehe ich schon als sehr wichtig an. Habt ihr denn ein spezielles Torwarttraining dann bei euch, wenn ihr mit der Landesauswahl unterwegs seid? Ja, wir haben immer, also ist es uns gelungen, in dieser Landesauswahl einen engagierten jungen Torwarttrainer zu bekommen aus Grimmen. Und der auch dabei ist, der mit den Spielerinnen auch entsprechend gearbeitet hat. Und leider haben wir in der Landesauswahl in Summe ein Problem mit den Torhütern. Also wir haben
durchaus gute Torhüterin gesichtet, deren Anspruch ist aber ja nicht unbedingt Schwerpunkt Handball und Landesauswahl ist, die sich für andere Dinge entschieden haben, sodass wir jetzt in der Landesauswahl doch ein Torhüterproblem haben. Das ist nicht von der Hand zu weisen und es bietet sich im Moment auch keine richtige Lösung dafür an. Ah, schönes Anspiel an den Kreis. Und dann war das Tor selbst unten noch zu klein. Mit dem Aufsetzer übers Tor. Ja, ein technischer Fehler. Sowas passiert. Aber da kann man sich beruhigen, das passiert auch im Erwachsenenbereich noch oft genug. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also insgesamt ist das Spiel jetzt schon ein bisschen sicherer geworden als in der Anfangsphase. Aber es ist ein bisschen athletischer geworden. Aber wie gesagt, die Außenposition finde ich sehr gut besetzt bei Schwerin. Vor allem die Luisa Hacker ist für mich eine sehr wache Spielerin, finde ich. Also die ist nicht umsonst die dominante Spielerin in diesem Spiel. Also sie ist immer präsent. Wir haben es da vorhin mit der schnell ausgeführten 9-Meter-Situation gesehen. Wir haben es von den Außenpositionen gesehen, den Parallelschuss regelmäßig aufzunehmen. Und finde ich, macht sie schon sehr gut. Ja, und dann kommt natürlich heute noch dazu, dass sie sehr treffsicher ist. Scheint das richtige Ziel, was er getrunken zu haben heute Morgen. Und macht auch als Spitze der 5-1, wenn ich das richtig interpretiere, als 5-1 Deckung, eine gute Figur. Macht da viel Unruhe im Angriff von Neubrandenburg und provoziert damit den Ballgewinn. Die gute Defensive von Gröber Schwarini funktioniert. Und Lisa Hacker trifft erneut. 27-19. Ja, letztendlich muss man sagen, dass die Defensivleistung des von Gröber Schwarini, denke ich, den Unterschied hier heute macht. Und die sicheren Abschlüsse im Tempogegenstoß. Auf jeden Fall. Also die Abwehr war eine Grundlage, die Torhüteraktionen dazu. Und dann, wie gesagt, der Gegenstoß, zweite Welle, waren die Schweriner einfach präsenter. Wenn man sie lobt, ne, dann beweisen sie das Gegenteil. Sarah Brasche mit dem Treffer von der Brandenburg war etwas wacher in dieser Situation. In dieser Situation auf jeden Fall. Das kennen wir vom DSF. Wenn der Kretsch mal jemanden kritisiert, machen die auch gleich ein Tor. Laura Stemmer, Positionsspiel gut ausgespielt, in außen freigestellt und Laura Stemmer nutzt die Situation, macht das Tor für Schwerin, 28-20. Und es scheint auch ein sehr homogenes Gemisch zu sein bei den Schwerinern. Es wird einiges durchgewechselt, aber man hat nie das Gefühl, einen Bruch im Spiel zu haben. Nein, es scheint so, dass die Schweriner Mannschaft auf jeden Fall breiter besetzt ist. Wie gesagt, sie haben auf jeden Fall die gefährlichen Außenspieler. Das Spiel über den Kreis funktioniert jetzt auch besser als in der ersten Halbzeit. Jetzt sind ein paar Anspielmöglichkeiten da. Und man sieht jetzt hier die großgewachsenen Spieler auf der Halbposition. Macht immer wieder Druck zur Hand, was vorher die Maike Schuld gemacht hat. Also da haben Wechselstand gefunden, die nicht unbedingt für Unterbrechung des Spielflusses sorgen. Ja, Julia Guse auch schon mit dem Tor erfolgreich heute. Interessantes Kreis an Spiel von Nora Möller. Ah, gut, aber da muss sie eigentlich hochspringen zum Wurf. Das sah ja so aus, als wenn sie es wollte und sich das dann unterwegs anders überlegt hat. Ja, da wäre man noch gern Mäuschen und möchte wissen, was da im Kopf gerade vorging. Warum sie sich da nicht traut. Als Trainer wäre das sicherlich das ein oder andere Mal hilfreich, um den Spieler richtig anpacken zu können.
Und Laura Stemme dämpft mit Gegenwehr, sicher von außen. Ja, Julia Guse wird nicht angegriffen, kommt nicht ganz durch bis zum Ende. Aber wie gefährlich ist diese Situation, wenn du merkst, okay, der Gegner ist noch nicht ganz wach, aber da stehen drei Gegenspieler, da drauf zu gehen, die Chance des Stimmefouls oder des Ballverlustes ist doch eigentlich sehr hoch, wenn die Mannschaft sich fängt. Ja, also ich sag mal, wenn du über athletische Fähigkeiten verfügst, so wie sie, dass du denkst, also aus der zweiten Reihe werfen kannst, 8-9 Meter hinkommst aus vollem Lauf, sollte man das schon probieren. Ansonsten ist da sicherlich der Abbruch solch einer Aktion 1 gegen 3, drei Abwehrspieler, auch wenn sie nicht ganz wach sind. Ob ich die Situation wirklich in den Dreierblock suchen muss, ist doch sehr fragwürdig. Ne? Also da wäre ein Abbruch oder ein 1 gegen 1 auf die Außenposition dann sicherlich erfolgreicher. Ja, war eine Hand am Ball. Nora Müller bekommt ihn dann. Ja, Schwerinerin strahlen doch die größere Sicherheit einfach im Spiel aus. Sehr schön gespielt. Ganz klasse gespielt. So, Lob vom Auswahltrainer. Der Treffer letztendlich von Janne Peter Reit. Auszeit genommen von Fortuna Neubrandenburg. Also wir haben jetzt vor uns die Trainer von Römer-Schwerin. Jetzt kriegen wir auch das Bild dazu. Sehr entspannt alles. Das wirkt jetzt schon so ein bisschen wie so ein Dirigent, der nur noch so in kleinen Schrauben dreht. So sieht ein zufriedener Trainer in der Auszeit aus, kann man das so sagen. Ja, hier ist es ja auch natürlich die Situation als Jungtrainer sowieso. Du bist ja immer daran, deine Mannschaft zu formen und zu entwickeln. 9 Tore plus, also das Spiel ist gewonnen, da wird nichts mehr passieren. Man spürt das ja auch, wie ist die eigene Mannschaft drauf, wie ist der Gegner drauf. Und trotzdem nutzt du gerade diese Möglichkeiten gut, um so eine Mannschaft weiterzuentwickeln, um sie für die nächsten Spiele vorzubereiten. Und das sieht man bei Herrn Grimke sehr engagiert. Und da ist keine Zufriedenheit, zieht dort ein. Das finde ich in Ordnung. Also so stellt man sich eine Jugendtrainerarbeit vor. Ja, man sieht es aber auch, wie du vorhin schon sagst, die Körpersprache von Römer-Schwerin. Es ist viel Sicherheit, jetzt passen die Kombinationen alle, jetzt traut man sich ein bisschen mehr. Und 7 Meter für Neubrandenburg. Und dann hat auch die Torhüterin die Möglichkeit, sich nochmal auszuzeichnen. Daria Schmidt hält den 7 Meter. Und Treffer erneut von Janne Peter Reit. Was kann man jetzt eigentlich machen als Trainer von Fortuna Neubrandenburg? Man, ähnlich wie der Schweriner Trainer, weiß er, das Spiel ist an sich gelaufen, zumindest ergebnistechnisch. Wie dreht man jetzt an den richtigen Schrauben bei Neubrandenburg? Wie kann man das auch ausblenden, das Ergebnis ausblenden im Kopf der Spielerin? Na, das Ergebnis, denke ich mal, kann man gar nicht ausblenden. Also das wird nach wie vor präsent sein. Immer. Die Frage ist eben auch, was er jetzt in der Auszeit sagt. Aber er kennt seine Spielerin natürlich besser und weiß, ob da
noch was möglich ist oder ob er sie in diesem Falle nur abholen muss, um das Ding nicht völlig, ich sage jetzt mal, ergebnistechnisch abzugeben. Es sind immer noch 10 Minuten zu spielen und von daher, er probiert es jetzt mal mit einer 6-0-Deckung, um einfach ein bisschen enger zu stehen. Also wir haben gesehen, vorhin 3-2-1, aber keine Bewegung auf den Beinen mehr möglich. Ein einfacher Übergang hat sofort zum Torerfolg geführt. Also vielleicht will er jetzt einfach durch den 6-0 den Spielerinnen noch mal ein bisschen Sicherheit geben, ein, zwei Tore vielleicht aufzuholen. Und ihnen dadurch eine Möglichkeit einer Deckung zu geben für ein anderes Spiel. Für dieses Spiel wird es nicht mehr ziehen, aber um ihnen einfach mal Sicherheit für so eine Deckung für ein anderes Spiel zu geben. Ja, Marina Froth mit dem Treffer für Grümmel-Schwerin, jetzt weiter. Es ist schön zu sehen, dass sie auch die. Oh, der Treffer für Fortuna Neubrandenburg. Caroline Ausschild. Schön zu sehen, dass die Bank von Neubrandenburg ihre Mannschaft da auch auf dem Feld nicht alleine lässt. Dass man nicht einfach den Kopf hängen lässt und sagt, oh, blödes Spiel, sondern dass man an sich weiter feilt, auch beim Rückstand von nun 10 Toren, 32-22. Anede scheitert am Pfosten. Und Maike Schuld mit der Hand am Ball. Eine schnelle Situation noch nicht um. Jetzt der Abbruch. Und Tempo-Gegenstoß, Hacker. Ganz sicher am heutigen Tag. Steuert mehr als 10 Treffer bei. Zu dem Sieg ihrer Mannschaft. Hat sie große Schwierigkeiten mit dieser Einsatz. Also der Brandenburg hat jetzt gar keine Ideen mehr. Ne? Also keine Bewegung, keine Spielerin bewegt sich. Die Spielerinnen stehen mit Ball und suchen eine Anspielstation. Genau, zwei Bälle haben wir hintereinander gesehen, die wirklich in die Hände des Gegners gespielt. Ohne Not. Also wirklich, die Mannschaft glaubt nicht mehr an sich. Es ist keine Bewegung mehr da. Also im Grunde ist das Spiel, wird das Spiel jetzt nur noch zu Ende gebracht. Wie wäre denn die Möglichkeit jetzt für den Brandenburger Trainer, nimmt sich eine Spielerin von der Ersatzbank beiseite, sagt, okay, wir versuchen jetzt diese oder diese Kombination und, oder die zwei, drei Aktionen und schickt sie damit aufs Feld, um die Mannschaft nochmal zu beleben für die letzten Minuten? Natürlich, möglich ist sowas, aber die Frage ist immer, welche Spielerin soll das machen, die jetzt nicht auf der Platte gestanden hat, die bisher Leistung gebracht hat oder nicht gebracht hat. Also sie jetzt mit der frischen neuen Idee bei 11 Toren Rückstand in der 50. Minute zu bringen. Und ich sag mal, das sind dann auch Einzelspielerinnen, da müssen die anderen Mitspielerinnen, das muss auch passen vom Timing her. Wir sehen ja, wenn hier eine Spielerin anläuft und der Ball wird dem Gegner in die Hand gespielt, dann passt das auch nicht. Also ich denke, dass in jedem Fall die Gesamtheit der Mannschaft irgendwo im Kopf total leer sind jetzt gerade. Also da passiert nicht mehr viel. Da wird jetzt routinemäßig Handball runtergespielt einfach, aber mit frischen, belebenden Elementen, ein bisschen Esprit oder überraschende Momente sind da einfach nicht mehr möglich. Ja, da kommt sie mit mehr Esprit, mit mehr Schwung und macht den Tor. Oh.
Und da sieht man, auch an einem solchen Tag klappt nicht alles. Böser Hacker mit dem Febo von außen. Und 7 Meter gibt es wahrscheinlich nochmal 2 Minuten hinterher. Für Sarah Brasche. Ja, viel sicherer kann man 7 Meter dann nicht mehr verwandeln als direkt oben im Knick. Und jetzt auch 2 Minuten gegen Römer Schwerin. Anne Ide. Das ist ihre zweite, glaube ich. Antilo, schüttelst den Kopf? Ja, weil die ganze Anlaufrichtung zu keinem Wurf führen kann. Also sie läuft als Rechtsserverin gerade auf die Deckung zu, macht den letzten Schritt dann weg. Also es ist unglaublich schwer, da muss man besonders technisch und athletisch gut drauf sein, um solche Aktionen setzen zu können. Also von der halbrechten Position. Ja, das ist dann mehr Verzweiflungshandball? Ja, vielleicht ist es schön gemacht, ne, von rechts außen. Also die gefällt mir sowieso sehr gut in diesem Spiel. Rechts außen und links außen, beide sehr präsent gewesen. Ich denke jetzt auch die 5 gegen 5 spielen beide Mannschaften. Jetzt wird natürlich Schwerin noch mehr in die Karten spielen, weil sie im Moment natürlich viel, viel schneller, viel beweglicher, viel, viel aktiver sind. Und das wird Neubrandenburg natürlich noch mehr vor Probleme stellen. Ja, Laura Stemmer war das. Gerade von rechts mit dem Torerfolg. Ja, jetzt kommen sie auch nochmal richtig ins Spiel, Henrike Dirkis. Und jetzt nochmal Auszeit genommen von Römer Schwerin. Das hat jetzt so kurz vor Schluss in diesem Spiel noch welchen Sinn? Tja, also ich denke, dass er nochmal ein, zwei Sachen vielleicht probieren will. Vielleicht noch eine besondere offensive Deckungsvariante, keine Ahnung. Also werden wir gleich sehen. Womit er uns überrascht. Sonst ist es klar, 13 Tore, Differenz 36 geworfen, 27. Minute. Wenn wir uns die andere Auszeit angucken, da gibt es einen Trainer, der dann auch gar nichts mehr zu sagen hat zu der Mannschaft. Das kann man auch verstehen. 13 Tore im Minus, da muss man sehen, dass man jetzt im Frauenbereich, würde man sagen, keinen Camper zulassen und so weiter. Ich denke aber nicht, dass im Jugendbereich, dass wir sowas sehen. Ne? Also jetzt in den Schlussminuten irgendwelche Zauberaktionen von das glaube ich nicht, dass Herr Grimke solche Ansagen macht. Also ich denke eher, dass wir da eine besondere Abwehraktion vielleicht nochmal sehen. Mal sehen. Ja, Camper ist so ein Thema für sich, sieht man meistens, wenn eben ein Spiel so klar ausgegeben ist. Aber wie effektiv ist das, einfach mal in das Spiel einzustreuen? Weil es ja eigentlich eine Aktion ist, schwer zu verteidigen.
Also sie ist unglaublich schwer zu verteidigen und ich sage jetzt mal, am Ende eines Spiels oder am Ende jener Halbzeit rechnet jede Mannschaft eigentlich damit, zumindest im Erwachsenenbereich. Und kann man durchaus unterwegs mal spielen. Aber es ist eben auch eine gewisse Gefahr. Also es ist eben technisch sehr, sehr anspruchsvoll, birgt eine hohe Fehlerquote. Wenn ich es mache, ich sag jetzt mal, habe ich natürlich Zuschauer und Selbstbewusstsein auf meiner Seite. Aber ich stachel natürlich auch mehr als über Gebühr den Ehrgeiz des Gegners damit nochmal an. Also keiner möchte sich gerne vorführen lassen. Und deswegen ist es, ich glaube, das sind alles so Gesichtspunkte, warum man sowas meistens während eines Spiels nicht früher sieht. Aber durchaus ein probates Mittel. Der Ball läuft flüssig durch die Schweriner rein, sage ich gerade, und da ist er weg. Und noch einmal erst mit dem schwachen Pass, bügelt ihn wieder aus. Jetzt spielen sie es richtig aus. Hacker ist dann die Endstation, die Ernte einfahren darf. Ja, und wenn es so rund läuft, dann macht Handball natürlich auch Riesenspaß. Und erneut Luisa Hacker. Jetzt gehen wir in die letzte Spielminute. Jetzt nochmal ein schönes Kreisanspiel. Aber Fuß. Schade. Ja, jetzt schauen wir nochmal drauf. Jetzt haben wir noch 40 Sekunden auf Seite, ja, die entscheidenden Punkte im Schweriner Spiel, sicherlich die Außenposition. Hast du es angesprochen, Thilo? Ulse Hacker mit 14 Treffern, Laura Stemmer 6. Das sind 20 von 38 Toren. Das ist die halbe Miete. Aber so lief das Spiel auch, kann man sagen. Es waren die Gegenstöße, es war das schnelle Passspiel von Schwerin, das immer wieder die Außenposition freigebracht hat. Dazu ist natürlich notwendig, dass die Halben auch entsprechend selber gefährlich waren. Das war so. Wir haben eine Guse und eine Schuld gesehen, die auf der Halbposition immer wieder für so viel Gefahr sorgten, dass sie da den Abwehrverband verdichten konnten und damit ihre Außen freispielen konnten. Also von daher, es gibt keine zwei Meinungen über den Sieger hier in diesem Spiel. Wie gesagt, Brandenburg ist sicherlich zu hoch geschlagen worden. Also wir haben schon gesehen, dass sie auch Möglichkeiten hatten, das Spiel mitzugehen. Aber in Summe war Schwerin doch deutlich besser besetzt, breiter besetzt. Und Wechsel sind dort nicht ins Gewicht gefallen. Und deswegen gewinnt der SV Grünwald Schwerin das Spiel mit 38-23. Ich bedanke mich, Thilo, dass du uns zur Verfügung gestanden hast und so viel erklärt hast über den Jugendhandballsport in Mecklenburg-Vorpommern. Ich wünsche dir gleich noch ein schönes Spiel gehen beim Derby Grünwald Schwerin gegen den Rostock AC. Ja, ich danke auch dafür.